Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber das heißt nicht, dass ihr meinen Zorn verdient. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ihr seid großzügig. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Es ging euch nicht darum, eure Familie zu finden, als ihr es getan habt. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Hadriana war hinter mir her. Ich hatte nie die Chance, einfach wegzugehen. Soll ich ihnen etwa vergeben, egal wie oft sie mich aufspüren? Soll ich alles vergessen, was sie mir angetan haben? Falls ihr euch fragt, warum ihr nicht weiterkommt, das ist es. Ja, das ist es. Warum begreife ich etwas so Einfaches nicht? Dieser Hass ist eine Krankheit. Diese Dunkelheit in mir. Ich kann sie nicht abstreifen. Und sie haben sie mir eingepflanzt. Deshalb bin ich nicht hergekommen. Ihr könnt das nicht allein tun, Fenris. Da habt ihr zweifellos recht. Willkommen zu Hause, Messe. Ich fürchte, es gibt nichts Neues zu berichten. Bereut ihr denn irgendetwas? Was denn? Irgendwas? Alles? Ihr seid mir ein Rätsel. Die Vergangenheit ist vorbei, das habe ich schon früh gelernt. Sie bringt weder Gold noch Spaß. Also warum sollte man ihr nachhängen? Vielleicht um einen Fehler wieder gut zu machen? Um Dinge in Ordnung zu bringen? Ach was, unsere Fehler machen uns zu dem, was wir sind. Das war ja schon fast tiefsinnig. Den Schöpfern sei Dank, ihr seid rechtzeitig zurück. Marithari ist hier.
Ich bin sofort gekommen, Ariani. Ich wollte euch nicht schriftlich mitteilen, wie ernst es um euren Sohn steht. Die Magie macht ihn zu etwas, was man in Tevinter Somniari nennt. Einen Träumer. Träumer haben die Macht, das Jenseits zu kontrollieren. Die Menschen nennen es das Nichts. Fenriel ist seit zwei Zeitaltern der Erste, der das überlebt hat. Warum sind sie so selten? Träumer haben im Nichts große Macht. Das zieht Dämonen an. Zum Glück sind die meisten zu schwach, um eine dämonische Besessenheit zu überleben. Eine Träumerabscheulichkeit wäre praktisch nicht aufzuhalten. Schickt mich einfach ins Nichts. Ich hab doch gesagt, er ist unglaublich. Ariani entschuldigt uns jetzt. Wir müssen uns vorbereiten. Oh, natürlich. Ich muss euch noch mehr sagen, das nicht für ihre Ohren bestimmt ist. Ist Fenriel in Gefahr? Absolut. Und die Gefahr kommt vielleicht nicht daher, wo ihr sie vermutet. Fenriel darf keine Abscheulichkeit werden. Die Zerstörung, die er anrichten würde, ist unvorstellbar. Wenn ihr ihn nicht vor den Dämonen retten könnt, müsst ihr ihn töten. Ein Tod im Nichts macht aus ihm etwas, das euer Zirkel einen Besänftigten nennt. Danach ist er keine Bedrohung mehr. Ich lasse nicht zu, dass er eine Gefahr wird. Ich wünsche euch Glück. Stellt nun eine Gruppe auf, dann beginnen wir. Wählt sorgfältig, denn auf alle warten Versuchungen. Ich erliege niemals einer Versuchung. Es bereitet mir Sorge, was eine Reise ins Nichts bei mir wohl zutage fördert. Ich gebe zu, das ist schon faszinierend. So lasst uns beginnen. Ist das die Templerhalle? Davon möchte ich nicht träumen. Ist ja schrecklich. Kommt. Fenriel muss weiter drinnen gefangen sein. Irgendetwas an diesem Ort macht mich unruhig. Es ist wie Unterwäsche, die einfach nicht richtig sitzt.
Zwei vergessene Magien an einem Tag, das ist selten. Es ist eigentlich ein langsamer Ort, das Nichts, ohne viele Überraschungen. Ich war nicht sicher, ob mir das hier gefällt, aber es hat Potenzial. Ein Dämon der Trägheit. Denkt an Aktivität, an Laufen und Springen und dergleichen. Nennt mich Torpor. Ich habe einen Vorschlag, der euch vielleicht interessiert. Sprecht, aber ich verspreche nichts. Ihr seid bestimmt wegen des Magiers Feanrir hier, oder? Zwei der mächtigsten Dämonen dieser Welt buhlen um die Kontrolle über ihn. Ich bin leider kein Krieger und könnte ihm nichts entgegensetzen. Aber falls doch, würde ich mit der Macht des Jungen nur meine Stellung in Nichts festigen wollen. Ich wäre keine Bedrohung für eure Welt. Wie kann man diese Dämonen besiegen? Beide erstellen für Feanrir eine Illusion. Ihr müsst ihm helfen, sie abzulehnen. Aber seid vorsichtig. Zerbricht der Traum zu schnell, nimmt auch sein Verstand Schaden. Er muss die Erkenntnis selbst haben. Wenn ich euch also helfe, Besitz von Feanrir zu nehmen, greift ihr Kirkwall nicht an? Uns drängt es zur Welt der sterblichen Welt, um mit einer lebenden Seele zu verschmelzen. Wenn ich das erreicht habe, was sollte ich da noch von den Euren wollen? Ich will nur Macht gegen die Meinen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir das tun sollten. Würde das einem Dämon nicht eine Tür in unsere Welt öffnen? Das wäre doch übel, nicht wahr? Bringt mir Feanrir und ich gebe euch, was ihr verlangt. Macht, Magie, Geld, die Stärke von 10 Männern. Ich werde der Versuchung nicht erliegen, Teufel. Wie ihr meint. Mein Volk, ich präsentiere euch unsere Hoffnung. Seine Züge mögen ihn zum Menschen machen, aber durch sein Herz fließt das Blut der Dales. Er kam zu uns, um sein Vermächtnis anzutreten, um die Macht einer Abstammung freizusetzen, die so alt ist wie unser Volk. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Eure Macht könnte den Elfen zu ihrer früheren Größe verhelfen. Erster Verzauberer, erzählt ihr mir jetzt etwa, meine Magie würde mich zu einer Gefahr machen? Er ist der erste Verzauberer, Junge. Aber er ist auch ein Elf. Ihr habt eine Begabung, die wir verloren glaubten. Als Träumer könnt ihr die Macht des Nichts und der Geister darin anzapfen, wie wir es einst alle vermochten. Könnten die Elfen euch die Macht anvertrauen, die Wirklichkeit zu formen? Ich... Könnt ihr euch selbst trauen? Hört nicht auf ihn. Der erste Verzauberer will nur verhindern, dass ihr erkennt, wie großartig ihr seid. Mich vor der Versuchung bewahren. Genau wie ihr. Ihr seid nicht die Hüterin. Hinfort, Teufel! Ihr, warum habt ihr euch eingemischt? Seine Macht und die meine verbunden. Fenrir hätte die Welt verändert. Der Junge will nur seine Freiheit, nicht eure Macht. Wer frei ist zu wählen, will immer Macht. Meint ihr, bei euren Gefährten ist das anders? Meint ihr, diese Elfin mit ihrem unschuldigen Gesicht würde das Angebot eines Dämons ausschlagen? Hat sie früher auch nicht. Wie wäre es? Würdet ihr nehmen, was ich dem Jungen angeboten habe? Spross der Dänisch, Retterin der Elfen? Könnt ihr das denn? Ich bin der Mächtigste meiner Art. Was immer euch euer Schoß und an Tricks beigebracht hat, verblasst dagegen. Dämonen hintergehen euch am Ende immer. Ich kann euch nicht über das Schicksal meines Volkes stellen. Ihr habt mir meinen Träumer genommen. Nun werdet ihr seinen Platz einnehmen. Ich hab hier was. Erstaunlich, dass die Menschen je eine Zivilisation errichten konnten, wenn sie das jedes Mal in der Schlacht machen. Genau so, Fenrir. Druck beim Abstrich, dann hochheben. Gut. Ich lasse dich bald alle meine Briefe schreiben. Wenn ich gewusst hätte, wie klug du bist, hätte ich dich schon vor Jahren mit ins Geschäft gebracht. Heißt das, ich kann mit dir nach Antiva kommen, Vater? Mutter sagte vielleicht diesen Sommer. Stimmt's, Mutter? Dein Vater wollte nie etwas mit dir zu tun haben. Vertraue ihm nicht. Warum belügst du mich? Hör nicht auf sie, Sohn. Sie hat sich immer für dich geschämt. Sie wollte dich loswerden, damit sie zu den Delish zurückgehen kann. Ich bin derjenige, der dich liebt. Aber warum erinnere ich mich nicht an dich? Das ist nicht dein Vater, Fenrir. Du wirst von einem Dämon im Nichts festgehalten. Ein Dämon? Nein, nein, ich will das. Dann vergiss nicht, dass das dir das Einzige entrissen hat. Was du jemals wolltest. Ah! Ihr habt die
ihn gegen mich aufgebracht. Und nun werdet ihr sterben. Nehmt mir meine Schoßtiere und ich nehme eure. Wie loyal sind die Gefährten, die ihr ins Nichts gezerrt habt? Würde eure Piratenkönigin bleiben, wenn das offene Meer ruft? Was hältst du davon, Schätzchen? Eine Brigantine mit 2 Masten und 4-eckigem Topsegel. Und 100 gut gebaute Kerle, die jeden deiner Befehle befolgen. Du suchst doch nach einem hoch aufgeregten Mast-Top. Das ist ein Dämon, Isabella. Lasst euch nicht locken. Nun, wenn es kein Dämon wäre, könnte er auch keine Wünsche erfüllen. Die Sirenengesang 2 wartet im Hafen von Kirkwall. Ich bin unter den Pelzen in der Kapitänskabine. Ich habe nie vorgegeben, etwas anderes zu sein als eine Piratin. Ich bin nicht sicher, ob das real ist. Falls ja, verdanke ich euch zum zweiten Mal mein Leben. Das Nichts fühlt sich jetzt anders an. Ich sehe die Nähte, die es zusammenhalten. Ich glaube, ich könnte jeden Augenblick erwachen. Träumer kontrollieren das Nichts und die Träume der Leute darin. Ich erkenne, warum die Kirche uns fürchtet. Ich habe Geschichten von Magistern gehört, die ihre Feinde im Traum verfolgt und vernichtet haben. Ihr habt recht. Ich muss das meistern und brauche jemanden, der es mich lehrt. Die Dalish haben nicht, was ich brauche. Tevinter vielleicht. Wenn man diese Kräfte schulen kann, dann dort. Das ist nicht mehr der jammernde Junge, den wir den Sklavenhändlern entrissen haben. Er könnte bereit sein. Meine Mutter würde diese Reise nicht gutheißen. Übermittelt ihr ihr meine Abschiedsgrüße? Möge der Erbauer euch den Weg weisen, Fenrir. Vielleicht gibt es einen Ausweg. Ich kann es schaffen. Fenrir hat seine Kräfte gemeistert. Er lebt also? Ihr habt ihn gerettet? Ich kann euch nicht genug danken. Hüterin Marithari, darf ich mit euch in die Sunderlande zurückkehren? Ich möchte meinen Sohn um Vergebung bitten. Natürlich. Es war eure Entscheidung, uns fernzubleiben. Er muss seine Ausbildung woanders absolvieren. In Kirkwall kann ihm keiner helfen. Ich soll euch seine Abschiedsgrüße bestellen. Mein Sohn! Nein! Ich muss ihn finden, bevor er geht. Es ist klug, dass ihr Anleitung sucht. In Kirkwall findet ihr nicht, was er braucht. Ich habe das, was ihr vollbracht habt, für unmöglich gehalten. Menschen wie euch gibt es wahrlich nur wenige. Ich möchte mich entschuldigen. Man vergisst leicht, dass sich Dämonen mit Worten nicht binden lassen. Euer Gefährte ist vor einiger Zeit erwacht. Niemand ist gegen das Angebot eines Dämons immun. Ihr habt bei Fenrir ein Wunder vollbracht. Dieses Buch gehörte dem letzten Träumer unseres Stammes. Seine seltene Magie ist unbezahlbar. Bitte nehmt es als Zeichen meiner Dankbarkeit.